Hi, ich bin Martina. Willkommen auf meinem Kanal Ich werde gesund. Heute darf ich Franziska interviewen. Franziska hatte Long-Covid und hat ihr Long-Covid aber überwunden, ist wieder gesund. Und natürlich bin ich wie immer total gespannt, was sie uns alles zu erzählen hat und was ihr geholfen hat. Vorab aber wie immer, ich möchte dich hier weder von irgendetwas überzeugen noch von irgendetwas abhalten. Ich möchte hier lediglich die Strategien teilen, die mir bislang geholfen haben, meinen Zustand deutlich zu verbessern. Und heute möchte natürlich die Franzi ihre Strategien teilen, die ihr geholfen haben, ihr Long-Covid zu überwinden. Aber alles, was wir hier besprechen, ersetzt natürlich nicht das Gespräch mit einem Arzt oder einem anderen Therapeuten. Und bevor es wieder zum Schluss vergesse, wie immer, es gibt wie immer eine schriftliche Zusammenfassung dieses Videos mit den wichtigsten Punkten, gerade auch zum Thema Genesung. Und da sind dann vielleicht auch Links drin, wenn wir dazu zu sprechen kommen und auch wie du die Franzi erreichen kannst. Hallo Franzi, willkommen auf meinem Kanal und ganz lieben Dank, dass du für mich Zeit hast. Danke, liebe Martina. Ich freue mich schon, da zu sein und mit dir über meine Geschichte zu quatschen. Ja, ich bin total gespannt. Du hattest Covid-19 und infolgedessen Long-Covid entwickelt. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie Covid-19 bei dir verlaufen ist und wie es dann zu Long-Covid gekommen ist, wann es für dich auch klar war und was so die prägnantesten Symptome waren? Ja, kann ich gern machen. Genau, ich habe im Januar 2022, also ziemlich zu Anfang des Jahres, oder ich habe quasi das Jahr gestartet mit einer Covid-Infektion und hatte so einen relativ, ich sag mal, klassisch milden Verlauf. Also ich war schon auch krank. Ich habe auf jeden Fall ein paar Tage im Bett verbracht, hatte auch leicht erhöhte Temperatur, Husten, Schnupfen, also irgendwie so eine bisschen, sag mal, schlimmere Erkältung. Das ist ja irgendwie so das, was auch bei vielen einfach dieser klassische Covid-Verlauf ist. Und ich habe dann nach einer Woche mich schon ein bisschen besser gefühlt, habe gedacht, okay, ich gehe jetzt wieder arbeiten, habe dann auch, damals noch komplett online, das war ja noch so Hochzeit der Pandemie, habe dann eben auch nach einer Woche wieder angefangen zu arbeiten und habe schon gemerkt, irgendwie fühle ich mich noch nicht ganz so fit, aber ich dachte irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich einfach so Nachwirkungen von der Infektion, ne? Covid ist schon ein schwieriges Virus. Und ja, habe dann erstmal so ein bisschen weitergemacht, einfach ehrlich gesagt das auch so ein bisschen ignoriert, dass ich so ein Gefühl hatte von, ich bin aber noch nicht ganz wieder auf der Höhe. Und dann hat sich das über so ein paar Wochen so schleichend entwickelt, dass ich irgendwie quasi immer das Gefühl hatte, es wird eigentlich nicht besser, sondern eher schlechter. Und dann hatte ich auch eine ziemlich stressige Woche auf der Arbeit und habe dann im Prinzip von heute auf morgen Long-Covid in einer sozusagen Vollform entwickelt. Also das war dann so mein erster Crash jetzt im Nachhinein, quasi, wo ich dann wirklich auf einmal aufgewacht bin. Ich konnte kaum meine Augen aufmachen, ich hatte krasse Lichtempfindlichkeit, also so migräneartige Symptome, wo ich richtig, also ich hatte vorher auch schon immer mal Migräne und das war dann aber auf einmal so, also wie der schlimmste Migräneanfall, den ich mir vorstellen konnte, und hatte ja Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, so ganz Körperschmerzen auf einmal. Ich konnte mich irgendwie gar nicht richtig bewegen, hatte total so eine tiefe Erschöpfung. Also das hatte ich ja davor die Wochen auch schon so ein bisschen gemerkt, dass ich nicht so ganz fit bin. Aber das war dann nochmal so ein nächstes Level von irgendwie, ich habe einfach, war komplett fertig so. Also Bühle beschreibt das irgendwie überhaupt nicht, sondern ich konnte wirklich, also ich konnte nicht mal mehr Apfel schneiden, so, das war zu anstrengend. Und dann, habe ich irgendwie über sozusagen die nächsten dann Wochen und Monate immer mehr Symptome auch entwickelt. Also das hat sich dann eigentlich immer mehr gesteigert. Ich habe dann auch versucht, dann bin dann zu Ärzten gegangen, habe erstmal auch quasi einfach versucht, da wieder so über Spaziergänge und so ganz langsam vielleicht irgendwie wieder zurückzufinden, was dann ja auch so empfohlen wird. Und genau, dann kamen eigentlich nur immer mehr Symptome, als dass es besser wurde. Also ich hatte dann auch POTS irgendwann, habe so eine Apple Watch und habe dann auch irgendwann festgestellt, huch, so nach dem Duschen war mein Puls irgendwie bei 160, 170 oder so. Und auch das hat dann so ein bisschen erklärt, warum ich mich nach dem Duschen auch immer erstmal wieder hinlegen musste, weil das halt so anstrengend war. Habe mir dann auch so einen Stuhl bestellt, damit das irgendwie dann ging. Hatte Appetitverlust oder Appetitlosigkeit ganz krass, habe dann genau ganz viel Gewicht verloren.
Schlafstörungen. Also ich war ultra erschöpft, konnte aber gar nicht schlafen. Also eigentlich teilweise echt 1-2 Stunden, wenn überhaupt, geschlafen die Nacht. Hatte so ganz komische Zuckungen. Also meine Arme haben immer gezuckt, auch so in den Beinen teilweise, auch manchmal so mein Auge. Ich hatte auch so blau angelaufene Hände und Füße, vor allem wenn ich auch lange stand. Also das gehörte wahrscheinlich auch zum Putz so dazu. Ja, wie gesagt, Migräne eigentlich täglich. Also ich konnte auch nicht wirklich, also ich konnte nichts lesen, ich konnte nicht auf den Bildschirm gucken. Fernsehen ging so 1-2 Stunden irgendwie, wenn überhaupt. Ja, und wahrscheinlich vergesse ich jetzt auch noch 20 weitere Symptome. Also es war wirklich so eine komplette Bandbreite. Das Einzige, was ich nicht so ganz krass hatte, also schon so ein bisschen, aber ich hatte nicht so ganz schlimm Brain Fog. Das war das Einzige, was ja auch sonst immer sehr typisch ist, sozusagen. Das war bei mir so ein bisschen, aber dadurch, dass ich sowieso quasi auch nichts lesen konnte wegen der Migräne, kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob ich vielleicht auch das gehabt hätte, wenn ich mich hätte versuchen müssen, sozusagen zu konzentrieren. Genau, also das war im Prinzip dann der ganze Schwall an Symptomen und ich bin dann, wie gesagt, zu allen möglichen Ärzten, Hausarzt, Kardiologe, Neurologe, alle möglichen Spezialisten. Ich bin extra nach Düsseldorf gefahren zu einem Spezialisten, also ich wohne in Berlin. Habe hier natürlich auch die Charité kontaktiert, war bei einem, da war ich noch nicht bei einem Long-Covid-Arzt, aber habe die Charité kontaktiert, weil ich erst dachte, das wäre einfach, sie hat so eine sozusagen postvirale direkt nach dem Virus-Sache. Und im Endeffekt konnte mir halt niemand wirklich helfen. Und alle haben dann immer gesagt, ja, also entweder einfach ein bisschen spazieren gehen, dann wird das schon. Oder ja, ein bisschen abwarten, dann wird das auch schon. oder so, ja, versuchen Sie doch nochmal den und den Arzt. Also ich wurde dann wirklich immer so von Arzt zu Arzt geschickt. Und irgendwann war klar, okay, eigentlich kann mir keiner helfen, weil jeder hat mich immer nur zu einem weiteren geschickt und gesagt, nee, das müsste eigentlich die Neurologie machen und waren sie schon bei der Charité. Und naja, so ist es dann quasi immer weitergegangen. Und irgendwann war dann klar, als ich dann mit der Charité, oder die Charité hat so einen Diagnosebogen auf der Website, wo man quasi dann so ein bisschen rausfinden kann, ist es wirklich, ist es quasi noch so eine Nachwirkung von der Corona-Infektion oder ist es tatsächlich schon Long-Covid, also es ist, oder Post-Covid nennt sich das dann, glaube ich, wenn es 3 Monate schon andauert. Genau, und dann gab es da halt so einen Fragebogen und ich habe wirklich alles angekreuzt von den Symptomen. Also bis auf das Brain Fog, was halt nicht so krass war, habe ich, glaube ich, konnte ich bei jedem Haken hintermachen. Und im Endeffekt ist auch Long-Covid via MECFS genauso auch eine Ausschlussdiagnose. Ne? Also ich hatte dann quasi alles Schwerwiegende an, weiß nicht, möglichen Tumoren oder bestimmten Entzündungen oder Organschäden oder so, hatte ich alles ausgeschlossen, hatte auch eigentlich alle Tests gemacht, die man klassischerweise so machen kann. Genau, und habe dann eben über dieses Diagnoseformular dann ziemlich sicher feststellen können, dass es noch Covid ist, habe dann auch mein Hausarzt mir entsprechend bestätigt. Also da muss ich sagen, das ist auch wahrscheinlich im Vergleich zu vielleicht Menschen, die noch am Anfang der Pandemie erkrankt sind oder an MECFS schon vor Jahren, war das bei mir dann relativ schnell, dass auch mein Hausarzt gesagt hat, ja, das ist ziemlich sicher noch Covid. So, und da gab es dann eigentlich gar nicht so richtig, also auch, fand ich gut, da gab es dann gar nicht so richtig eine Diskussion, ob es das ist oder nicht. Gleichzeitig hat dann aber auch mein Hausarzt gesagt, ja, das tut mir leid, da sind Sie jetzt eigentlich sich selbst überlassen, weil tun kann man da jetzt nichts. Und die Heilungschancen stehen bisher auch nicht so gut, so was wir bisher wissen. Und ja, viel Glück, so ungefähr. Also ich schreibe Sie gern weiter krank, hat er zu mir gesagt, aber mehr kann ich eigentlich auch nicht machen. Und ja, dann saß ich da irgendwie erstmal mit dieser zwar Diagnose, aber eigentlich auch so ein bisschen der Frage, okay, und jetzt so, wie geht's weiter? Weil ich halt zu dem Zeitpunkt, also ich musste zu den Ärzten, eigentlich war das so, die Arzttermine waren das Einzige, was ich gemacht habe in der Woche. So, ich wurde dahin gefahren von meinem Freund und musste mich dann den Rest der Zeit ausruhen. Und ja, das war dann quasi das, wo ich so ein paar Monate nach der ursprünglichen Infektion quasi stand. Wow. Ich kriege immer wieder Kribbeln und Gänsehaut, wenn ich höre, was Menschen alles für Symptome haben und was sie alles durchmachen, weil ich es natürlich selber auch kenne. Mhm. Und ja, also, Mann. Was sich für mich natürlich jetzt gut anhört, ist, dass zumindest du auch recht schnell anscheinend herausfinden konntest, was du hattest. Darf ich fragen, die Ärzte, die du überall aufgesucht hast, so den ganzen, also die ganzen anderen Diagnosen auszuschließen, hatten die wenigstens Verständnis für dich? Ich kenne das von dem ECFS, dass das immer so ein bisschen ist, nee, du hast nichts und ja, müde bin ich auch und ist hier alles nur psychisch.
Und das tut einem dann irgendwie nicht so richtig gut in dem Fall. Und mich würde jetzt interessieren, ob es jetzt nach Covid, Long-Covid, bei dieser Aufmerksamkeit, bei den vielen Studien, die es gibt, ob die Ärzte da ein bisschen der gesagt haben, hey, ja, pass auf, und das gibt's. Ja, also leider nicht so richtig. Okay. Also ich hatte ein, zwei, die schon einfach verständnisvoll waren und auch irgendwie empathisch. Das war leider schon die Minderheit. Also zum Beispiel war ich bei einer Neurologin und ich meine, ich habe da erzählt, dass ich keinen Apfel schneiden kann, dass ich dazu keine Kraft habe, dass ich irgendwie niemanden treffen kann, dass ich nicht lesen kann, nichts machen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, gehen Sie doch einfach mal wieder arbeiten. So, das hat ein Patient von mir gemacht und dem geht es jetzt wieder gut, so ungefähr. Und ich meine, ich verstehe jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen, also ich glaube, das ist für die Ärzte auch einfach, ne, die sind dann halt irgendwie überfordert und keine Ahnung, kennen sich auch einfach nicht aus, die haben keine Zeit, ne? Das war dann wirklich so eine Massenabfertigung in der Praxis. Klar, da kann man sich dann nicht mit jedem Fall beschäftigen, aber es geht halt nicht. Also man kann einfach auch, also so das, so die Basics, ich meine, ich erwarte gar nicht, dass die sich dann auch ins Detail auskennen, aber sowas wie vielleicht Pacing oder so würde man ja erwarten, dass es schon irgendwie mal ein Thema ist und dass man das irgendwie auch kennt, so die Basics. Das war leider überhaupt nicht der Fall. Also wirklich einige haben mir da, ja, klassischer Dings auch Sport wurde immer wieder empfohlen, machen Sie doch einfach Sport. Das wurde mir eigentlich, ja, von fast jedem auch irgendwie geraten. Und wenn es so ein bisschen so, ja, einfach mal wieder Fahrrad fahren, also, ne, so ein bisschen so das. Und es war schon auch so, dass, also ich glaube, teilweise haben die mir auch schon nicht so richtig geglaubt, was so die unterschiedlichen Symptome anging. Also auch so dieses, sie sehen doch total fit aus, kam auch schon öfter so. Also dieses, man sieht es einem dann nicht an, ne? Und ich bin natürlich auch irgendwie jung und schlank und so und sehe halt einfach, ja, dann nicht krank aus in dem Moment. Obwohl ehrlicherweise ich auch schon, also wenn man das mit jetzt vergleicht, so ich hatte auch fast 10 Kilo abgenommen und so. Also man hat es mir schon theoretisch angesehen. Aber das war schon ein Kommentar, der irgendwie auch ein paar Mal kam. Und ich hatte ehrlich gesagt, also erstens hatte ich vorher totales Vertrauen in auch sozusagen das, ja, in Ärztinnen, sag ich mal, ne? Und so in die konventionelle Medizin. Und ich bin auch davon ausgegangen, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu einem Arzt oder zu einer Ärztin und dann helfen die mir. Und beides wurde halt erstmal komplett erschüttert. Und ich habe auch, also ich bin jetzt immer noch an dem Punkt, dass ich merke, wenn ich wegen was anderem zum Arzt gehe, dass ich dann irgendwie ja fast wie so eine Art Angst auch davor habe, weil man einfach auch traumatisiert ist. Ne? Das kennst du ja wahrscheinlich genauso von diesen Erfahrungen, auch von dem, ja, ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt diese Therapien. Also das wäre natürlich toll, wenn die, genau wie ich sagte, wenn die sowas wie Pacing kennen würden, kennt leider fast keiner. Aber ich glaube, es geht vielmehr auch um dieses Verständnis, ne? Und um so diese Empathie und dieses Ich glaube dir einfach mit dem, was du mir hier erzählst. Und das hat leider total gefehlt und ja, hat also bis heute dazu geführt, dass ich eigentlich so ein bisschen das Vertrauen verloren habe, leider. Und ich lerne dann immer mal wieder auch Ärztinnen kennen, die ganz toll sind. Und das ist dann immer für mich total gut, weil ich auch das nicht möchte. Ich möchte auch, und ich glaube, es gibt auch ganz viele tolle. Aber der Großteil, und ich war wirklich bei vielen, also wahrscheinlich 20 oder mehr, und der Großteil war wirklich nicht hilfreich. Ja, das ist schade, das zu hören, aber kann ich natürlich sehr gut nachempfinden und nachvollziehen. Das war bei mir ja all die Jahre auch so. Ich hatte halt gedacht, dass jetzt durch Covid, wo so viele Ärzte und Ärztinnen selber auch von Long-Covid betroffen waren, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben. Aber ich muss zugeben, dass ich selbst in Studien und irgendwelchen Artikeln gelesen habe, dass Ärzte dann gesagt haben, ja, ihnen geht es genauso wie den Patienten irgendwie, was sie immer gelesen haben über Menschen mit dem ICFS oder anderen Syndromen, die irgendwie nicht so richtig erklärbar sind. Das heißt irgendwie, ja, stell dich mal nicht so an und das wird schon wieder und du siehst auch ganz gesund aus. Und die sehen dann mal, was das eigentlich mit einem macht. Also ja, deswegen hat mich das natürlich auch interessiert. Ja. Ja. Noch eine Frage zu deiner Long-Covid. Von ME-CFS und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass so eine Erkrankung, also Long-Covid, klar, wird ausgelöst durch Covid und ME-CFS, was ja sehr ähnlich ist wie Long-Covid, wird auch ganz häufig durch eine Viruserkrankung oder sowas ausgelöst.
Aus meiner Erfahrung und nach allem, was ich inzwischen gelernt habe, ist das aber meistens nur so das letzte i-Tüpfelchen, was das Fass zum Überlaufen bringt. Und meistens tut sich das schon über Jahre oder Jahrzehnte aufbauen. Und zwar in meisten Fällen eben durch chronischen Stress oder Traumata. Ich weiß nicht, wie offen du darüber sprechen magst, aber hast du das Gefühl, dass sich bei dir vielleicht auch schon vorher sowas aufgebaut hat und die Infektion war dann einfach der Auslöser, wo der Körper gesagt hat, buff, jetzt ist Schluss? Ja, super spannende Frage. Und ja, also auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall der Funke, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich fand es ganz interessant. Ich kann auch einfach mal detailliert darüber sprechen, wie ich sozusagen dann auf mein Genesungsweg gefunden habe. Aber ich habe auf jeden Fall das Buch von Alex Howard, The Code of Fatigue, gelesen, was er sicherlich auch der eine oder andere kennt. Und da wurden eben so Persönlichkeitstypen unter anderem beschrieben. Und ich habe das gelesen und das war halt eins zu eins ich. Und das war dann schon, dass ich so dachte, ah, das ist ja interessant und anscheinend gibt es da mehr. Und das war für mich so ein Schlüssel, wo ich dann festgestellt habe, okay, irgendwie ist da ja schon was, was sozusagen vorher passiert ist und auch darauf hingeleitet hat so ein bisschen. Genau, und bei mir ist es so, dass ich jetzt keine, ich sag mal, sozusagen großen T-Traumata oder so habe, aber schon einfach viele, viele Sachen natürlich wie bei jedem letztendlich auch irgendwie in der Kindheit und Jugend passiert sind, die mich dann schon geprägt haben und die auch dazu beigetragen haben, dass ich so bestimmte Muster wie irgendwie so Perfektionismus, ich war immer so eine, ja, wirklich Einserschülerin, war ganz fleißig, habe auch immer das allen recht gemacht, dass es einen ganz starken People-Pleasing-Aspekt irgendwie ich wollte immer sehr gerne die Kontrolle haben über alles, was sozusagen in meinem Leben passiert, auch eben aufgrund von so ein paar Erfahrungen, die ich quasi in der Kindheit gemacht habe. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ich immer gesagt habe, ich hatte eine ganz tolle auch Kindheit und Jugend, was auch stimmt. Und ich habe aber auch nie gesehen, und das war jetzt auch im Rahmen von dieser Arbeit irgendwie für mich dann so eine Erkenntnis, dass auch sozusagen kleine Sachen, wie vielleicht irgendwie, ja, man hat irgendwie Probleme in der Schule, Freunde zu finden oder sowas oder Anschluss zu finden. Was jetzt zum Beispiel bei mir, als ich aufs Gymnasium gewechselt bin, so ein bisschen der Fall war. Und so Sachen, das ist vielleicht für wen anderes gar kein großes Thema, aber für mich war es halt auch was, was mich einfach jahrelang stark geprägt hat, ne? Und auch zu diesem People-Pleasing zum Beispiel dann beigetragen hat. Und das war für mich auch erstmal so eine Erkenntnis, dann festzustellen, okay, es muss gar nicht, also Trauma muss jetzt nicht dieses riesengroße Ding immer sein, sondern es können auch viele kleine Sachen bei mir zusammenkommen. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein paar sehr ungesunde Muster entwickelt. Und ich würde sagen, der Perfektionismus war auf jeden Fall das, was auch dazu beigetragen hat, dass ich eigentlich, also ich sag mal, spätestens seit dem Abi in so einem chronischen Stresszustand war, weil ich immer alles wirklich 100% super machen wollte. Ich habe auch ganz viel gemacht. Also ich bin ein sehr offener, neugieriger Mensch und ich habe irgendwie immer 1000 Projekte und finde 1000 Sachen spannend und muss das dann alles auch immer super machen. Also es gibt dann quasi kein, ich mache das halb, sondern ich mache das dann immer ganz. Und das hat sich dann wirklich über ein Jahrzehnt eigentlich sozusagen durchgezogen. Und ich habe dann nach dem Master einen Job angefangen in der Unternehmensberatung. Und man muss auch sagen, dass Unternehmensberatung auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt wird, es gibt sozusagen den Typ, so den Insecure Overachiever wird das immer genannt, also quasi im Prinzip Leute, die extrem ehrgeizig sind, aber gleichzeitig irgendwie so eine Unsicherheit in sich tragen. Und das beschreibt mich eigentlich total als Typ. Und darauf bauen halt Unternehmensberatung zum Teil aus, weil das natürlich Leute sind, die wahnsinnig viel überkompensieren, was eben diese innere Unsicherheit auch angeht. Ich habe teilweise 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet, bis in die Nacht dann Präsentationen fertig vorbereitet. Das waren internationale Projekte, also ich war super viel auf Reisen und habe in meiner Freizeit auch noch alles wie Segelkurs gemacht und immer das ganze Wochenende unterwegs gewesen und quasi einen großen Freundeskreis und habe versucht, das alles so unter einen Hut zu bekommen, parallel noch viel Sport gemacht, irgendwie morgens früh aufgestanden, um noch laufen zu gehen und so. Also wirklich, eigentlich auch nonstop, ohne Pausen. Und das war dann, also in der Pandemie war das dann sozusagen auch noch so, dass ich quasi nicht mal mehr diese Reisen hatte und diesen Ortswechsel, sondern das alles dann in meinem Wohnzimmer stattgefunden hat. Und das hat, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal dazu beigetragen, dass ich quasi noch weniger Möglichkeiten hatte, mein Nervensystem quasi mal irgendwie so runterzufahren.
Und das hat sich natürlich auch in meinem Körper gezeigt, obwohl ich das halt gut ignoriert habe. Also ich hatte chronische so Nacken-Rückenschmerzen eigentlich, hatte auch da immer schon mit Migräne zu tun, also hatte eigentlich auch über Jahre hinweg immer Kopfschmerzen, bis zum Teil dann richtig krasse Migräneanfällen, wenn besonders viel Stress war. Dann hatte eine Gürtelrose im Jahr vor Covid, also das waren alles schon so Anzeichen, wo man eigentlich, ne, wenn man sozusagen da wirklich mal zugehört hätte, schon gut sagen könnte, ja, das irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Und ich habe aber immer gedacht, nee, ich bin sportlich, ich ernähre mich irgendwie gesund, so läuft ja alles, passt alles. Und es hat mir auch alles viel Spaß gemacht. Also das muss man auch dazu sagen, ich habe mich jetzt nirgendwo durchgequält, sondern das war wirklich, ich fand das auch alles toll. Und diese Muster, die ich hatte, das war für mich ja auch einfach meine Realität. Ich kannte das gar nicht anders, dass man auch irgendwie mal eine Sache nicht fertig, perfekt machen muss, sondern auch mal so abschicken kann. Das kannte ich eben nicht. Genau, insofern hat sich das quasi alles so ein bisschen darauf hingedeutet und auch dann tatsächlich in der Woche, bevor ich Covid bekommen habe, hatten wir gerade ein wahnsinnig anstrengendes Projekt, wo ich auch so eine 80-Stunden-Woche irgendwie hinter mir hatte. Und insofern, ja, im Nachhinein wundert es mich gar nicht, dass dann sowas wie noch Covid quasi passiert ist. Ja, dann ganz vielen Dank für diese Offenheit. Und ehrlich gesagt, kommt mir sehr vieles bekannt vor. Und auch das Buch von Alex Howard, ich habe da auch bei den Persönlichkeitsmerkmalen, ich habe alle mit Ja beantwortet. Das ist ja irgendwie so diese klassischen Sachen, die halt mit dazu beitragen, dass man anfälliger wird für stressvolle Erkrankungen aller Art. Ne, ist ja nicht nur Long-Covid oder ME-CFS oder Reizdarm oder man kann auch Bluthochdruck oder sonst was kriegen. Ja, dann interessiert mich natürlich alles brennend, was dir zu deiner Long-Covid-Genesung verholfen hat. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen anfangen zu erzählen, was du alles ausgetestet hast und was dir geholfen hat. Ja, gerne. Ich versuche das mal so kurz zusammenzufassen, weil das natürlich irgendwie schon sehr viel war. Das denke ich mir. Also, ich war eine der ersten Sachen, die ich dann irgendwann gemacht habe, genau, vielleicht zusätzlich zu den ganzen Arzterfahrungen war es dann so, dass ich quasi versucht habe, über so Selbsthilfegruppen auch auf Facebook irgendwie erstmal quasi mehr Infos zu bekommen, mich auszutauschen. Und es war leider, ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr drin, aber es war damals leider sehr negativ geprägt auch. Und es hat mich dann eine Zeit lang nochmal mehr in so einen Strudel von, okay, das wird wahrscheinlich jetzt nie wieder besser und irgendwie, ne, nach so einem halben Jahr Long-Covid ist dann auch, ne, kann man auch fast schon von ME-CFS eben sprechen, oder das ist dann, glaube ich, auch das Gleiche, ehrlich gesagt. Und das hat dann ja immer so Heilungschancen von 5% oder was dann oder auch gar nicht, was dann immer so sozusagen verbreitet wird auch. Und ja, das war für mich dann ehrlich gesagt erstmal so eine super, auch mental schwierige Phase. Also weil ich dann, ne, nach so einer Hoffnung, ich gehe zu den Ärzten und die helfen mir jetzt, dann war irgendwann klar, okay, das passiert nicht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich irgendwie durch diese Selbsthilfegruppen so ein bisschen Infos bekommen. Und das war dann auch erstmal ein bisschen ernüchternd. Und dann war ich wirklich, ein paar Wochen lang war es super, super schwierig. Und ich hatte echt, dann auch auf einmal, das war das, so vorher ging es mir mental total super. Also ich hatte auch vor der Erkrankung keinerlei psychische Erkrankungen oder irgendwelche Dinge, die da noch eine Rolle gespielt hätten. Und dann war das auf einmal so, dass ich richtig gemerkt habe, dass es auch wirklich sozusagen auch da nochmal diese Hoffnungslosigkeit irgendwie stark mit mir gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann aus Verzweiflung, glaube ich, so ein bisschen, habe ich mir Instagram wieder runtergeladen. Ich hatte das gelöscht, weil ich irgendwie dachte, ich möchte gar nicht mehr so viel Zeit auf Social Media verbringen. Habe mir das dann runtergeladen und habe dann irgendwie einfach mal so den Hashtag Long-Covid-Recovery eingegeben. Weil das irgendwie so das Erste war, was mir eingefallen ist, was vielleicht nochmal so was anderes eröffnen könnte. Und dann bin ich darüber tatsächlich ja auf so eine ganz neue Welt gestoßen. Also habe dann den Post-Viral-Podcast entdeckt von zwei, die ME-CFS auch haben oder hatten. Und habe da dann alle Folgen gehört. Und da wurde dann unter anderem eben auch Alex Howard empfohlen. Und die haben im Prinzip, ich glaube, das waren so 8 oder 9 Folgen. Und die haben im Prinzip einmal so eine Übersicht von dem, was kann man eigentlich machen für die Genesung. Also von Pacing, Ernährung, Schlaf und Routinen, Brain Retraining, also wirklich haben die sozusagen einmal alles erklärt. Und
Und das war erstmal schon mal super, weil die haben es auch genommen, als sie gerade in Mexiko waren. Und ich dachte so, okay, wenn die mit MECFS irgendwie in Mexiko sein können, dann gibt es da ja noch einen Weg sozusagen, wo es einem zumindest besser geht. Also war dann wirklich auch an dem Punkt, es war mir jetzt gar nicht wichtig, so komplette Genesung oder so. Das ist auch für mich immer noch, also ich bin auf gar keinen Fall jetzt da, wo ich früher war, im Sinne von 80 Stunden arbeiten, möchte ich auch gar nicht mehr. Und das war für mich auch so ein, okay, ich muss gar nichts finden, was mich 100% gesund macht, aber wenn ich wieder nach Mexiko kann, das ist doch schon mal was, so ungefähr. Genau, und das hat mich dann inspiriert und darüber, das hat dann wie so eine Welle angetreten. Also ich habe dann erstmal ganz viele andere Kanäle entdeckt, auch dein Instagram zum Beispiel gefunden, Braylon, Eagles Instagram und YouTube vor allem, ganz viele andere, Kati zum Beispiel wieder aufladen, Fatigue habe ich dann auch entdeckt und ja, das, also hab dann auf einmal irgendwie 100 Leuten gefolgt oder so auf Instagram, die irgendwie alle entweder genesen waren oder gerade auf einem guten Weg dahin. Und dann habe ich mir das Buch von Alex Howard runtergeladen und für mich war dann Ernährung so der erste Schlüssel, also oder beziehungsweise das erste, womit ich angefangen habe. Das ist, glaube ich, bei vielen auch so, weil das erstmal, ja, man muss eh was essen und ne, ich hatte halt auch so, also schon auch Probleme mit irgendwie, wie gesagt, meinem Gewichtsverlust und dachte so, okay, das ist, glaube ich, irgendwie was Gutes, wo ich anfangen kann. Und habe dann, ja, letztendlich, ich konnte weder einkaufen noch was kochen, das hat dann zum Glück mein Freund gemacht. War ich auch sehr, ja, also hatte ich einfach Glück, dass ich da auch so tolle Unterstützung von meinem Umfeld hatte und habe dann aber im Prinzip die Energie erstmal von meinem Tag so ein bisschen darauf verwendet, mir was zum Kochen zu überlegen. Und ich glaube, im Nachhinein hat gar nicht so, also ich habe mich halt sehr anti-entzündlich und so, ne, super, super vielseitig, ganz viel Gemüse, so, mich da irgendwie ernährt. Und ich weiß gar nicht, ob das so einen Unterschied gemacht hat, aber ich glaube, das war so dieses, ich hatte so ein bisschen was zu tun erstmal, was quasi nicht, ich habe mich nicht nur noch um die Symptome gekreist, sondern ich hatte so ein bisschen so eine kleine Aufgabe, nämlich das Rezept für den Abend aussuchen. Und ich hatte auf einmal auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, ne? Ich kann irgendwie was machen, ich kann was in die Hand nehmen. Und das hat mich wahrscheinlich so ein paar Prozent weitergebracht. Also ich war jetzt halt immer noch sozusagen tief drin, aber hatte halt das Gefühl, es hat sich so ein bisschen was bewegt. Und das war irgendwie ganz toll. Und das hat mir dann auch total viel Hoffnung gegeben. Und dann habe ich parallel, weil ich auch da früher schon mal eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe, habe ich dann nach einer TCM-Heilpraktikerin gesucht, weil ich irgendwie so Akupunktur auch gerade so für die Kopfschmerzen ausprobieren wollte. Und habe dann eine gefunden, die zufälligerweise auch Long Covid selber hatte. Und das war auch dahingehend einfach toll. Also ich bin sowieso großer Fan von TCM, aber das war einfach dadurch toll, weil sie halt genau verstanden hat, wie es mir ging. Und irgendwie so genau nachvollziehen konnte, wie sich diese 50 Symptome, die man ja wirklich hat, anfühlen und wie furchtbar das ist und wie krass das ganze Leben eigentlich auf einmal weg ist und die eigene Identität weg ist und man nichts mehr machen kann und so. Und die Akupunktur hat es auch ganz gut unterstützt. Ich habe dann auch noch so Kräuter bekommen. Das war auch alles bestimmt, also hat auf gar keinen Fall geschadet und hatte mir auch gut getan. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass so dieser Austausch mit ihr und dieses Gefühl von, ich werde gesehen und da ist jemand, der versteht, was ich durchmache. Und der hat jetzt was, was mir vielleicht helfen kann. Also das hat einfach, das hat so viel ausgemacht in dem Moment. Und das war wirklich irgendwie, ja, also war ganz, ganz wichtig für mich und auch ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung einfach sozusagen. So dieses im Vergleich zu dem, was ich eben beschrieben habe mit den Ärzten, ne, wenn man daran ist, dann erstmal einfach zu merken, so cool, das ist, ich bin doch nicht ganz alleine damit. So, ich glaube, das war wirklich wichtig. Und so in dieser Kombi mit der Ernährung und dann auch gleichzeitig, habe ich jetzt nicht erzählt, aber Pacing habe ich eigentlich von vornherein dahingehend gemacht, dass ich sowieso einfach gar nichts machen konnte. Und ich quasi gezwungen wurde, von meinem Körper zu pacen. Also ich musste mich immer sofort wieder hinlegen, wenn ich irgendwie in die Küche gegangen bin oder so. Und habe dann auch relativ schnell über diese Selbsthilfegruppen eben von Pacing erfahren. Und ich glaube, hätte ich mich jetzt irgendwie gequält, spazieren zu gehen, dann wäre es auf jeden Fall schlimmer geworden. Also ich bin schon total dankbar für das Wissen um Pacing, aber ich habe es jetzt nicht quasi mit einem Tagebuch oder sowas gemacht. Und diese Kombi aus quasi im Prinzip ausruhen, dann auch dieses die Ernährung, diese Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl von Hoffnung durch auch die Geschichten von anderen und eben auch dieses sozusagen Finden von so einer ersten kleinen Gemeinschaft oder von einfach anderen Personen, die das verstehen, wie es mir geht, hat, würde ich sagen, wahrscheinlich mich so von 5 auf 20% gebracht, würde ich mal denken. Also so in dem, wenn man es jetzt irgendwie so einordnen will.
Genau, und dann habe ich ja, wie gesagt, diese ganzen Recovery-Geschichten mir angehört, Braylon und alle, die es da so gibt. Und da ist dann ja auch Brain Retraining immer so eine Sache, die immer empfohlen wird. Und ich habe dann schon, weil die Akupunktur eben auch ganz gut gewirkt hat, immer so kurzfristig, also nicht wirklich langfristig, aber kurzfristig. Und dann habe ich schon gedacht, okay, irgendwie ist da vielleicht was dran, was sozusagen eigentlich über das Körperliche, rein Körperliche hinausgeht. Ne? Und also in der TCM geht es ja auch viel um sozusagen den Mind-Body, wie alles zusammenhängt. Und das hat mich dann so ein bisschen neugierig gemacht. Und dann habe ich mir ein, zwei Videos angeschaut zu dem Thema Brain Retraining. Und am Anfang denkt man ja immer so ein bisschen, es klingt irgendwie so ein bisschen sketchy. Und man denkt irgendwie so, okay, irgendwas da jetzt mir vorsagen. Also, weiß nicht, ich habe jetzt 50 wirklich schwerwiegende Probleme. Also, das kann doch jetzt hier irgendwie nicht sein. Und weil ich auch so ein bisschen skeptisch war und jetzt auch dachte, okay, ich will jetzt nicht irgendwie 500 Euro oder 1000 Euro für irgendein Programm ausgeben, was mir nachher gar nichts bringt, habe ich dann geguckt, okay, was kann ich denn so günstig wie möglich mal machen in dem Bereich, um sozusagen einfach mal zu schauen. Und dann habe ich die Curable-App entdeckt. Und habe dann, ich glaube, das hat damals, weiß ich, 30 Euro oder so gekostet für ein Jahr, das war auf jeden Fall ziemlich günstig und dachte so, gut, da kann ich ja gar nichts verlieren. Da habe ich ja schon viel mehr für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die ich auch mittlerweile zuhauf hatte, habe ich da ja schon viel mehr für ausgegeben. Und dann habe ich damit angefangen. Ehrlich gesagt, so ein bisschen, genau, skeptisch, so ein bisschen, gleichzeitig aber auch so, es hat ja einigen anscheinend geholfen, mal gucken. Und habe dann, ich würde sagen, so 3-4 Wochen das relativ sozusagen auch wirklich täglich immer gemacht. Habe mit Journaling angefangen, habe Somatic Tracking ganz viel gemacht, vor allem für meine Kopfschmerzen, Migräne. Habe ganz viel Wissen mir angehört. Das war jetzt wirklich viel zum Hören, weil ich konnte auch immer noch nicht so richtig lesen. Und dann habe ich einfach immer mehr die Podcasts angehört. Habe so ein paar Visualisierungsübungen, die es da ja auch gab, gemacht. Und habe dann tatsächlich gemerkt, dass es irgendwie was verändert. Also, dass es wirklich besser geworden ist. Also, gerade auch die Kopfschmerzen, wenn ich Somatic Tracking gemacht habe, das war wirklich, also, die waren dann nicht weg, aber die waren auf jeden Fall weniger stark. Und auch so die Visualisierung, ich habe dann nicht mehr Long Covid gesagt, sondern habe dann irgendwie Long Banana gesagt oder so, hatte immer so lustige Namen dafür, habe mir dann irgendwie überlegt, wie so ein kleines Männchen in meinem Kopf, das immer an und aus macht, die Symptome und also so Sachen. Und das klang immer, und ich, am Anfang habe ich mich gar nicht getraut, das irgendwie in meinem Umfeld zu erzählen, weil ich dachte so, nee, das kann nicht. Das glaube ich. Ich erzähle mir erst irgendwie von, wie scheiße es geht und dass mir keiner helfen kann, und dann ist da so ein Männchen in meinem Kopf und ich so, Nenner, also das ist halt jetzt irgendwie auch komisch. habe dann aber wirklich gemerkt, so, hey, das irgendwie hilft mir das, und habe auch, ja, wirklich auch mit dem Journaling, habe da auch so ein bisschen gemerkt, dass das irgendwie so so richtig was gelöst hat, wie so in mir, und habe auch genau zusätzlich eben was ich vorhin erzählt hatte mit dem Buch von Alex Howard und den Persönlichkeitstypen, habe dann auch immer mehr verstanden, was eigentlich davor auch bei mir los war und dass mein Körper irgendwie ja einfach die ganze Zeit schon um Hilfe geschrien hat und ich das immer gut ignoriert habe, und irgendwann, oder er hat eigentlich sozusagen mit mir normal gesprochen und irgendwann musste er dann halt schreien im Sinne von Probe. Genau, und das hat mich dann auch nochmal echt ein paar Prozent weitergebracht. Es war dann so, dass ich auf jeden Fall schon wieder auch Spaziergänge machen konnte, irgendwie Freunde sehen für eine Stunde oder so oder 2 Stunden. Und so langsam wieder so ein bisschen mehr ins Leben einsteigen konnte. Also das war wirklich noch weit weg von, ich war irgendwie arbeitsfähig oder so, aber auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, ich war auf jeden Fall so, dass ich totale Hoffnung hatte, es kann so einen Weg daraus geben. Und das war bei mir irgendwie angestoßen. Genau. Und dann habe ich aber gleichzeitig gemerkt, so, ich weiß nicht, ob ich das alleine rausschaffe. Und die Curable-App nutzt man dann ja immer so für sich, ne? Und dann hat man da auch so einen virtuellen Guide und so. Das ist auch alles ganz nett gemacht, aber irgendwie habe ich so ein bisschen gemerkt, ich komme, glaube ich, alleine an so einen Punkt, wo ich einfach A, die Motivation nicht habe, mich da die ganze Zeit damit zu beschäftigen, und B, wo vielleicht auch mir noch ein bisschen was fehlt an Tools, an Wissen und auch so an Austausch einfach, und vielleicht einfach mal sagen, so, hey, heute ist schon ein Scheißtag, was kann ich tun, sozusagen. Und dann habe ich auch über Instagram letztendlich geguckt, was gibt es da für sozusagen Gruppenangebote.
Und es gibt ja auch leider bisher in Deutschland dann nicht so richtig viel. Deswegen habe ich dann quasi international auch geschaut und habe dann eben die CFS School entdeckt. Und die hatten gerade, dann, ich glaube, das war die dritte Kohorte oder so. Also die waren auch noch relativ am Anfang. Und es war auch relativ teuer. Und dann habe ich lange überlegt, mache ich das, lohnt sich das jetzt wirklich? Aber ich wollte halt vor allem diesen Gruppenaspekt und habe dann gesagt, okay, komm, also so bevor du jetzt irgendwie eine Blutapherese machst oder was weiß ich, was dann Leute mit Long-Covid ja auch so machen, probierst du das einfach mal aus und zum Wohl verlierst halt ein bisschen Geld und Zeit, aber mehr auch nicht. Genau, und dann habe ich mich dazu entschieden, das zu machen und habe dann, also das Programm ist auf 3 Monate ausgelegt und es ist quasi so eine Mischung aus Brain Retraining, Nervensystemregulation, also ganz diese Vagusnervübung und so, und auch so Traumaarbeit, Somatic Work, also quasi viel körperbasierte Arbeit. Und geht eben genau auch in diese ganzen Themen von, wo kommt es eigentlich her, dass man auf einmal so eine Erkrankung hat? Wie kann man auch quasi mit dem Körper, sag ich mal, ins Gespräch kommen oder mit den Anteilen, die man irgendwie so in sich hat? Was wollen die Symptome einem vielleicht auch mitteilen und was kann man eigentlich auch so ein bisschen daraus lernen und wie kann man dann mit dem Körper gemeinsam quasi daran arbeiten. Genau, und dann habe ich wirklich auch da, weil ich habe sozusagen die Curable Sachen immer noch so ein bisschen weitergemacht, also das mit dem Journaling und so, plus dann eben die CFS-Tools und ich, die Sternchen-Einsatzspielerin, die ich bin, habe ich das dann auch wirklich jeden Tag 5 bis 6 Stunden gemacht. Wow. Also, ja. Da zahlt sich dann aus, oder? Dass man so perfektionistisch veranlagt ist. Ich sehe das ja bei mir auch. Das, was einem krank gemacht hat, das hilft einem dann aber auch, wenn man dann eben sagt, so, also jetzt mache ich das gescheit. Das stimmt, wobei ich musste dann irgendwann richtig wieder das Verlernen, das, also ich musste dann irgendwann wieder lernen, einfach zu leben und mein Leben zu genießen. Okay. Ne? Und so dieses und wirklich dann, also das, da bin ich auch immer noch drin in der Phase, ehrlich gesagt. Aber so, ja, das war total super, weil es mich weit gebracht hat. Aber ich kann das jetzt auch nicht weiter so machen. Ich muss schon dieses Muster auch irgendwie mal hinter mir lassen. Genau, und dann habe ich im Prinzip, wie gesagt, 5, 6 Stunden pro Tag bestimmt. Also über den Tag verteilt. Bei CFS Gut ist das nicht so stringent, sondern man ist eher so, man macht das, wenn man das Gefühl hat, man braucht es. Und habe mich da wirklich tief reingegraben. Ich habe ganz, ganz viel mit Visualisierung gearbeitet und sozusagen im Rahmen vom Brain Retraining. Und ja, habe da wirklich, habe das ganz intensiv gemacht und habe dann auch wirklich entsprechend relativ schnell auch Erfolge gesehen. Also habe dann quasi auch gemerkt, dass ich die Fatigue deutlich, deutlich schnell zurückgegangen ist oder deutlich schnell weniger wurde. Andere Symptome wurden langsam weniger und manche Symptome waren dann sozusagen irgendwann dann noch übrig, würde ich mal sagen. Also es war so ein bisschen, es war jetzt nicht so, dass auf einen Schlag alles weg war, aber das hat sich so ein bisschen, also manche Sachen haben sich so ausgeschlichen, würde ich sagen, oder sind so langsam über die Monate hinweg dann eben immer weniger geworden. Und ja, wir haben dann eben genau die 3 Monate das gemacht und danach hatten wir dann so eine WhatsApp-Gruppe mit unserer Kohorte und haben da eigentlich auch bis heute jeden Tag Kontakt und unterstützen uns. Und wenn jemand Fragen hat, dann kann man das da reinstellen. Und ja, das war einfach total motivierend. Das war total schön, weil man so das Gefühl hatte, ne, ich bin hier irgendwie nicht alleine, sondern ich habe auch andere. Und weil man einfach auch so am Ball bleibt, weil man halt weiß, okay, ne, die anderen, wenn man gerade mal merkt, ich komme irgendwie nicht so richtig rein, dann schreibt man das und dann hat man direkt 20 Nachrichten, die sagen, du schaffst das, keine Ahnung. Und das war einfach toll, weil ich glaube, dadurch halt so ein bisschen nachhaltiger auch noch dran geblieben bin. Also mir ging es dann irgendwann schon besser. Das war dann, ja, so letztes Jahr im Sommer, Spätsommer, konnte ich dann halt schon wieder richtig auch was unternehmen. Also ich habe immer noch nicht gearbeitet oder so, aber ich konnte wirklich schon Ausflüge machen, auch echt den Sommer genießen, einfach die Natur genießen und so. Und dann hat man ja manchmal auch, fällt es auch manchmal leicht, vielleicht zu sagen, okay, ich mache das jetzt alles nicht mehr, so geht mir ja schon ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem, also zumindest in meiner Erfahrung, auch wichtig, so ein bisschen dran zu bleiben und gerade auch so an diesem Verändern von Mustern und so dran zu bleiben, weil letztendlich, ja, will man ja auch dann sozusagen das nachhaltig auch machen und nicht einfach, ne, das irgendwie so 2, 3 Monate und dann wieder zurückfallen in den alten Trott. Und das ist schwer, also ich bin da immer noch dran, so. Ich habe dann quasi, weil ich dann einfach die Energie so wiederbekommen habe, konnte ich dann
langsam anfangen mit Spazierengehen, Yoga konnte ich dann auch langsam starten, Fahrradfahren ging dann auch kürzere Strecken wieder, irgendwann auch längere. Ich konnte mich dann auch langsam wieder an so Arbeiten am Laptop gewöhnen. Also sagen wir auch so mit ein paar Minuten angefangen, dann irgendwann ging eine Stunde, dann ging irgendwann zwei. Also es war wirklich so, ich habe das richtig gesehen, jeden Monat wurde es einfach immer ein bisschen mehr. Und ich habe dann noch relativ lange auch so ein paar Symptome, zum Beispiel auch so Schlafstörungen und so, hatte ich relativ lange noch. Habe dann aber irgendwann tatsächlich, wahrscheinlich so im September, Oktober letzten Jahres, habe ich eigentlich so für mich gesagt, nee, ich bin schon wieder gesund. Und das war tatsächlich auch primär aus dem Grund, also ich hatte, wie gesagt, immer noch Symptome, ich war auch schon noch eingeschränkt, aber ich konnte einfach so mein Leben wieder genießen und ich konnte mich in die Sonne setzen und ein Eis essen oder so, oder ich konnte mal an See fahren und da jetzt nicht stundenlang Bahn schwimmen, aber einfach das Wasser irgendwie an meinem Körper spüren und mit einer Freundin lachen und so. Und das war für mich, weil ich halt das gar nicht konnte über so lange Zeit, also ich war ja verhältnismäßig kurz krank, aber es hat sich für mich wie eine Ewigkeit angefühlt und dann war das eigentlich schon so, das reicht mir schon fast, ne? Also so, selbst wenn ich jetzt, wenn es mir nicht besser geht als das, das ist irgendwie voll ausreichend. Und irgendwie hat auch so dieses so ein bisschen Loslassen dann von der Heilung, ne? Und sozusagen in diesem Prozess auch von diesen ganzen Mustern loslassen und dann wirklich einfach das zu genießen, diesen Spätsommer oder Sommer zu genießen. Ich bin auch mal weggefahren mit meinem Freund und auch so aus der Wohnung rauskommen und so. Das war irgendwie, das hat dann gefühlt nochmal so fast wie den letzten Schritt mir gebracht, weil ich dadurch einfach nochmal auch, glaube ich, so meinem ganzen Nervensystem wirklich signalisiert habe, so hey, alles ist okay. Genau, und habe dann ja letztendlich wahrscheinlich so Ende letzten Jahres dann auch quasi mit so leichterem Sport und so wieder angefangen. Das war dann für mich immer noch so das, was immer noch so als letztes quasi anstand. Und ja, jetzt Stand heute arbeite ich auch wieder, also jetzt noch nicht Vollzeit, auch weil ich es gar nicht möchte gerade, aber ich könnte das, glaube ich, auf jeden Fall. Genau, ich kann Sport machen, war noch nicht wieder joggen, also habe ich mir jetzt noch nicht angetraut, aber muss vielleicht auch gar nicht sein. Also mal schauen, genau, kann aber eigentlich im Prinzip, ja, wie gesagt, mein Leben so leben, wie ich möchte. Ich mache viel mehr Pausen jetzt, ich mache viel weniger als vorher, aber das fühlt sich alles genau richtig an und nicht nach einer Einschränkung, sondern nach dem, was ich eigentlich brauche und was meinem Körper und mir auch irgendwie gut tut. Das in aller Kürze. hört sich sehr gut an, hört sich sehr stimmig an. Vielen Dank, dass du das alles so offen teilst. Finde ich super. Ja, was ich jetzt raushöre, ist, dass das Mindset eine wichtige Rolle gespielt hat und ja auch irgendwie dieser Fokus auf wieder gesund werden. Und dann, was du sagst, ist bei der CFS School, dann verstehe ich das richtig, dass man das Programm dann nicht jeden Tag für sich selber anfangen kann, sondern dass das zu bestimmten Zeiten anfängt, wo dann so und so viele Leute teilnehmen, weil du von Kohorte gesprochen hast. Ah ja, genau. Also das es gibt quasi, also ich glaube, jetzt haben sie eine Pause gemacht, weil die eine, die das leitet, jetzt quasi im Mutterschutz war. Aber im Prinzip gibt es ein Selbst, wie sagt man das, ein Self-Healing-Programm. Also bei den Kohorten ist es so, dass ja es immer quasi eine Gruppe gibt, die parallel, zumindest ist mein Verständnis, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch mehr, aber eine Gruppe, die parallel startet, also zum Beispiel immer zum ersten, zweiten, wie auch immer. Und das sind dann so 15 bis 20 Personen. Und dann hat man, also dann macht man zusammen das Programm, das ist wie gesagt auf 3 Monate ausgelegt, hat jede Woche einen Call, wo man quasi gemeinsam sich dann trifft mit den, also mit Jen und Karen, die das Programm leiten, und hat dann parallel dazu so ein Forum, wo man sich austauschen kann. Und wir hatten dann, wie gesagt, so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, und das ist im Prinzip jetzt auch nicht so ein, wie kann man das sagen? Also es ist auf jeden Fall schon so, dass man den Großteil der Arbeit alleine macht und für sich, ne? Also man hat da ganz viele Hausaufgaben und wie gesagt, so die ganzen Brain Retraining-Aufgaben, die ganzen Somatic-Sachen, das macht man halt alles so für sich. Aber man hat eben die ganze Zeit diesen Gruppensupport und man kann eigentlich jeden Tag irgendwie Inspiration bekommen und sich halt austauschen. Und das war letztendlich für mich eigentlich so das, was es ausgemacht hat. Also das Programm ist auch super, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber ich glaube, es gibt noch andere tolle Programme. Aber ich fand, wie gesagt, diesen Gruppenaspekt irgendwie besonders schön. Ja, dann vielen Dank nochmal fürs Teilen. Ja, genau, es gibt mehrere Programme. Die CFS School, habe ich das Gefühl, ist gerade irgendwie so ein Durchstarter, weil die auch unheimlich präsent auf Instagram sind und auch
die ganzen Leute, die jetzt da teilnehmen an dem Programm, die teilen ihre Geschichte auch und nutzen da die entsprechenden Hashtags. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, gerade so ein richtiger, ja, und ich glaube, der Ansatz ist auch sehr gut. Also wenn ich jetzt, ich habe damals ein anderes Programm gemacht, mir zurückblickend, ja, es ist sehr teuer, aber fände ich es vielleicht sogar derzeit auch eines der besten Programme. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden, es muss einem auch taugen. Mhm. Es gibt ja verschiedene Ansätze, entweder mehr ganzheitliche Programme oder welche, die nur auf Gehirntraining sind, oder das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Darf ich dich fragen, Entschuldigung? Also, ein Gedanken dazu. Genau, also ich will das auch immer, mir ist auch wichtig, quasi, das kann ich jetzt so eine Werbeveranstaltung fürs IFS-School oder so, weil genau was du sagst, also es gibt super viele Programme. Und ich finde es auch einfach wichtig, mal zu gucken, genau, was passt zu mir, ne, was passt auch zu meiner Geschichte, zu meinem Körper. Und auch, also im Zweifelsfall, ich meine, das ist immer eine Frage, was man sich erweisen kann, aber ich habe auch total gute Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Programmen oder mit so einer Kombination aus Sachen, weil es auch einfach, und da reicht es manchmal auch, wenn man schaut, was machen die Leute bei Instagram, was ich mir schon umsonst sozusagen mitnehmen kann. Also man muss gar nicht unbedingt immer was kaufen. Aber das fand ich nochmal sozusagen auch vielleicht als Inspiration für andere, wenn man schon mal ein Programm gemacht hat und dann mal das Gefühl hat, das hat nicht so richtig geklappt, dann kann man aber auf jeden Fall auch nochmal einem anderen Programm eine Chance geben, weil es einfach so unterschiedliche Ansätze gibt, das zu erklären. Manchmal ist man auch noch nicht im richtigen Stadium dafür und so. Genau, das sozusagen auch nochmal als Hinweis. Und mir zum Beispiel diese Kombi auch aus Curable und all dem, was da so vermittelt wird, und dann in so einem Ansatz wie CFS-School total geholfen. Das hat sich super ergänzt. Und ich würde generell empfehlen, quasi einfach zu schauen, was gibt es da draußen, und vielleicht auch mal ein, zwei Sachen auszuprobieren. Ja, völlig richtige Hinweise. Genau, stimme ich dir total zu. Ja, hat dir denn irgendeine konventionelle Therapie geholfen? Oder hast du da überhaupt was ausprobiert? Also man liest ja schon eine ganze Menge Ansätze bei Long-Covid, die so in der Schulmedizin jetzt im Test sind, ob das nur Medikamente sind oder, wie du auch schon erwähnt hast, so eine Immunadsorption, wenn man Autoantikörper hat. Oder manchen hilft auch Ergotherapie, Physiotherapie, Psychotherapie, also so richtig Richtung klassische Reha. Hast du da überhaupt was ausprobiert, und wenn ja, da was geholfen, oder hast du gleich deinen eigenen Weg eingeschlagen? Mhm. Ich glaube, ich hätte gerne mehr ausprobiert. Also was ich gemacht habe, war einige Medikamente nehmen. Also ich habe tatsächlich so ein leichtes Antidepressivum auch genommen, vor allem auch wegen meiner Schlafstörung. Ich habe so Pregabalin, genau, für die Schmerzen genommen, so Sachen, also so ein paar Medikamente, das war einfach eine Symptomlinderung letztendlich. Ich habe auch mal so Antihistamine ausprobiert. Das hat nicht so wirklich viel gebracht. Das andere natürlich schon, im Sinne von, die Symptome wurden ein bisschen besser, aber es hat mich jetzt auch natürlich nicht geheilt. Gute Frage. Also ich habe tatsächlich, lustigerweise, letzte Woche wurde mein Antrag für die Reha bestätigt. Ja, toll. So. Ja, insofern, das habe ich nicht ausprobiert. Wäre mir, glaube ich, auch gar nicht das Richtige gewesen. Weil ich natürlich, entweder ich wäre halt quasi noch überhaupt nicht reha-fähig gewesen, oder ich war dann schon an dem Punkt, wo es mich wahrscheinlich eher zurückgehalten hätte, weil ich dann nicht die Zeit gehabt hätte für meine Visualisierungsübungen oder so, sondern dann in irgendwelchen, weiß nicht, Aquasportsachen da hätte mitmachen müssen. Also insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass das nicht geklappt hat. Bei der Charité hatte ich tatsächlich nur ein Online-Gespräch, und dann wurde ich, wie gesagt, zu diesem Fragebogen weitergeleitet. Da habe ich auch vor einem Monat oder so, haben die mich angerufen, dass ich da zur Sprechstunde kommen kann. Aber ehrlich gesagt, alles, was ich da gehört habe, ist auch, dass die einem im Prinzip eine Diagnose erstellen und dann wieder zurück an den Hausarzt schicken. Also mehr passiert da auch nicht. Genau, ich hatte tatsächlich dann mal geschaut nach so Apheresen-Plätzen, so relativ am Anfang noch, als ich noch gar nicht so von meinem Body-Ansatz überzeugt war. Da habe ich aber zum Glück auch nichts gefunden. Also das bin ich auch wieder ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, dass es den wenigsten wirklich nachhaltig hilft. Aber kann auch sein, dass es Leuten hilft. Ich will da jetzt gar keinem irgendwie zu nahe treten. Ich überlege gerade mal, was gibt es denn sonst noch so an konventionellen Dingen? Also ich habe auf jeden Fall nicht wirklich viel ausprobiert, weil es aber auch einfach gar nicht viel gab. Und ich habe zum Beispiel auch nicht meine Antikörper testen oder Autoantikörper testen lassen. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt welche hatte oder nicht. Aber ehrlich gesagt, also es hat
auch, wie gesagt, es gab auch einfach nicht, also es hat mir auch niemand direkt was angeboten, wenn hätte ich mich da total hinterklemmen müssen und das sozusagen selber organisieren müssen und auch selber bezahlen. Also so eine Aphorese kostet dann halt schnell mal irgendwie 5.000 Euro für eine und dann wahrscheinlich irgendwie 15.000, 20.000, wenn man ein paar mehr macht. Also es ist halt wahnsinnig teuer. Und ich habe tatsächlich weder Ergo noch Physiotherapie gemacht, auch einfach, weil das, glaube ich, zu anstrengend gewesen wäre am Anfang und dann irgendwann ging es mir sowieso schon besser. Ich habe überlegt, eine Psychotherapie zu machen, weil ich auch gemerkt habe, da hatte ich jetzt hier so mental, ist es irgendwann, kam ich irgendwann auch nicht mehr so ganz klar sozusagen. Da habe ich gemerkt, wie sehr mich das beeinflusst. Und ich hatte dann tatsächlich auch 3 Kennenlerngespräche, glaube ich, und hatte aber jedes Mal auch da das Gefühl, dass die überhaupt nicht nachvollziehen können, wie es mir gerade geht. Und auch die eine Therapeutin hatte dann auch sowas gesagt, wie, ja, Sport ist ja immer total super, wenn man irgendwie ne so quasi mal auf andere Gedanken kommen möchte. Und es gibt bestimmt ganz viele tolle und super unterstützende Psychotherapeuten. Also das soll jetzt gar nichts in die Richtung heißen, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass die mich nicht richtig verstehen. Und als ich dann angefangen habe mit der CFS-School und da eben auch mit dieser, also sozusagen ja auch so ein bisschen Traumaarbeit, dann habe ich im Zuge dessen auch so ein bisschen die Erfahrung meiner Krankheit quasi aufgearbeitet. Und ich hatte das Gefühl, das war viel zielführender als jetzt quasi im Rahmen von einer klassischen, sag ich mal, Talk-Therapie oder so, das mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu machen, die sich gar nicht reinversetzen können, in wie sich das gerade anfühlt. Genau, also das heißt eigentlich, nee, außer dass ich quasi bei allen Ärzten war, habe ich nichts wirklich ausprobiert und entsprechend hat mir auch, ehrlich gesagt, nichts geholfen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du das teilst. Das Einzige, was man noch sagen könnte, inzwischen ist Pacing auch Teil der konventionellen Therapie, würde ich zumindest sagen. Also ja, natürlich kennt das nicht jeder Arzt und nicht jede Ärztin, aber die Charité tut es ja schon lange propagieren und alle Ärzte und Ärztinnen, die es damit auskennen und ich finde jetzt auch immer mehr im Internet und auf Social Media, dass Pacing sogar auch bei anderen Erkrankungen, wo Fatigue eine Rolle spielt, jetzt irgendwie auf einmal ein Thema ist, zum Beispiel bei MS. Mhm. Auf einmal spricht man da auch davon, hey, Pacing wäre für dich gut oder auch bei der Krebsfatigue. Also das ist jetzt was glaube ich, eigentlich ja wirklich von den Menschen mit MI-CFS entwickelt wurde und was jetzt so ein bisschen ins Mainstream kommt, aber Ja, spannend. Ja, dann ganz herzlichen Dank, was du schon alles geteilt hast. Ich möchte noch eine Sache ansprechen und zwar bist du auch ein Mind-Body-Coach und vielleicht magst du ganz kurz ein bisschen erzählen, ob du da schon tätig bist oder was du machst und wie man dich eigentlich findet. Genau, ja, ich habe, wie das wahrscheinlich dem einen oder anderen auch so geht, habe ich tatsächlich auch während meiner Erkrankung die ganze Zeit gedacht, okay, wenn es mir irgendwann besser geht, dann möchte ich anderen Leuten helfen. Und das war irgendwie für mich immer so ein, also irgendwas will ich damit machen. Falls mir jemals wieder gut geht, dann kann ich nicht einfach weiter mein Leben leben wie vorher, sondern da muss damit was passieren. So. Das war für mich irgendwie so relativ schnell klar. Es war dann auch relativ schnell klar, dass ich auf gar keinen Fall zurückgehe in meinen alten Job, zumindest nicht in dem Rahmen. So. Und genau, dann habe ich im Prinzip mich dann irgendwann Ende oder sozusagen im Herbst letzten Jahres dafür entschieden, einfach mal zu schauen, wie ich andere dabei genau unterstützen kann und habe dann, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, eine Ausbildung gemacht oder eine Weiterbildung vielmehr bei Howard Schabina. Das ist ja einer so der Pioniere aus den USA zum Thema Mind-Body-Arbeit und ja genau, das war so eine Online-Ausbildung und habe darüber dann nochmal ganz viel Inspiration bekommen, auch was man überhaupt so machen kann, wie man mit Leuten arbeiten kann und habe dann auch noch mich entschieden, eine Ausbildung zum systemischen Coach zu machen, einfach weil ich irgendwie quasi noch so ein breiteres, auch eine breitere Toolbox haben wollte mit Dingen, mit denen ich auch dann mit Leuten arbeiten kann und ja, habe dann jetzt Anfang dieses Jahres angefangen oder begonnen, dann tatsächlich auch als Coach schon zu arbeiten, sowohl mit Menschen mit Long-Covid als auch mit Schmerzpatienten, also so chronischen Schmerzen, was ja im Prinzip auch sehr ähnliche Mechanismen sind, nicht komplett gleich, aber es gibt irgendwie sehr viel Überschneidung, quasi beides ja auch so meine Body-Erkrankung. Ja, genau, und habe damit jetzt angefangen. Ich habe da jetzt gar keinen, also mein primäres Ziel ist einfach, anderen zu helfen und auch diese Idee von meinem Body
Gesundheit oder von Mindbody-Medizin quasi so ein bisschen in die Welt zu tragen und da hoffentlich noch mehr Leute auch ja auf diesen Weg zu bringen und zu begeistern. Und ich glaube halt, das ist eine wahnsinnig tolle, also ich glaube, das ist für viele Menschen ein wahnsinnig toller Baustein sein kann. Ich möchte nicht versprechen, dass man davon auf jeden Fall geheilt wird. Ich glaube, das wäre auch falsch. Und das ja, es ist auch sicherlich nicht bei jedem der Fall, aber ich glaube, dass eigentlich jeder davon auf eine gewisse Art und Weise profitieren kann. Also mir hat es wirklich nicht nur in Bezug auf meine Erkrankung, sondern insgesamt einfach in Bezug auf mein Leben so wahnsinnig viel Positives gebracht. Und genau, das möchte ich jetzt auch vermitteln. Und ja, habe dazu, wie gesagt, auch einen Instagram-Account, weil das irgendwie einfach so das ist, wo sich die meisten in dem Bereich zumindest so austauschen und wo es schon auch so eine kleine Community gibt. Und perspektivisch fände ich es total schön, das auch nochmal mehr in so einen medizinischen Mainstream auch zu bringen. Wie auch immer genau das funktioniert, muss ich noch schauen. Aber ja, genau, das ist jetzt gerade so mein Weg. Und ja, ich finde es, wie gesagt, einen ganz, ganz tollen Bereich. Und ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren auch noch mehr vielleicht auch Studien zu kommen und man auch sozusagen das Ganze, was jetzt ne, in dieser Bubble, wir hatten es auch schon, wohl schon mit CFS-School, da gibt es auch immer mehr Geschichten von Leuten, denen das hilft. Und dass man das mal rausbringt aus dieser Instagram-Bubble und vielleicht mal tatsächlich irgendwie Studien überführt und dann ja hoffentlich noch viel mehr Menschen damit ein Stück weit mehr zurück zu ihrer Gesundheit irgendwie helfen können. Das hört sich sehr inspirierend an. Ganz toll. Vielen Dank. Finde ich ganz toll, was du da machst und vorhast. Das heißt, derzeit findet man sich eigentlich nur in Anführungsstrichen über deinen Instagram-Kanal, den ich natürlich verlinken werde und hier auch nochmal einplanken werde. Das heißt The Mind Body Way. Aber wie man es genau schreibt, wie gesagt, das verlinke ich. Oder eine Website ist wahrscheinlich im Aufbau. Ja, alles klar. Okay, ja, das heißt, wenn die Website einmal fertig ist, dann werde ich es nachträglich natürlich auch gerne verlinken, damit Menschen, die interessiert sind, mit dir zusammenzuarbeiten oder sich an dich zu wenden, dass sie dich auch finden. Ja, danke. Ja, dann ganz zum Schluss noch als abschließende Frage, vielleicht habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen zu fragen, was dir aber wichtig ist zu erwähnen. Oder vielleicht hast du auch noch eine positive Botschaft für die Menschen mit Long-Covid, denen es gerade richtig dreckig geht und die eigentlich gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wohin der Kopf steht. Mhm. Ja, also ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich habe auf jeden Fall aber eine Botschaft. Genau, und zwar also tatsächlich genau das. Schaut euch die Geschichten an von Menschen, die es irgendwie geschafft haben. Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt. Ich glaube auch nicht, dass es einen leichten Weg gibt. Also wurde ja, glaube ich, bei mir auch schon deutlich mit den 5 bis 6 Stunden. Das ist wirklich zum Teil harte Arbeit. Also ich glaube, das ist auch manchmal so ein Missverständnis von, ja, auch dann so bestimmten Genesungsgeschichten. Ne? Das ist irgendwie, also es gibt dann ja immer so diese innerhalb von 3 Tagen, keine Ahnung, kann bestimmt auch sein. Ich glaube, der Großteil, das ist einfach wirklich Monate oder jahrelange harte Arbeit. So und da gehört auch viel Mut dazu. Und man muss sich vielen Dingen stellen. Und das ist auf jeden Fall nicht ohne so, aber es ist auf jeden Fall wert. Und genau, deswegen kann ich quasi da jeden von euch nur ermutigen, in diese Richtung zu gehen und zu schauen, was haben andere gemacht, was hat denen geholfen und euch dann quasi aus dem irgendwie was rauszupicken. Und vielleicht auch, weil es manchmal echt total überwältigend sein kann. Ich weiß auch, dass es irgendwie, also, ne, so mein Body, ich brauche auch mal schon eine halbe Stunde, um Leuten zu erklären, was genau ich gemacht habe, weil das halt alles so vielseitig ist. Ich glaube, wenn es sozusagen nur eine Sache ist, die ich empfehlen würde oder womit man vielleicht anfangen kann, ist tatsächlich so einer Beziehung zu sich und dem Körper, die irgendwie neugierig, offen und liebevoll ist. Also das war für mich einfach so einer der Gamechanger, nicht mehr zu sagen, oh scheiße, schon wieder Symptome und oh, ich habe keinen Bock mehr und ich habe wirklich meinen Körper gehasst eine Zeit lang so, ne, weil ich es so scheiße fand, dass der einfach nichts mehr kann. Und das sozusagen davon wegzukommen und zu so einem, ach Mensch, was machst du denn schon wieder? Und das ist ja interessant, ich habe Kopfschmerzen. Was willst du mir damit sagen? Und so wirklich so dieses, so danke auch, lieber Körper, du möchtest das Gleiche wie ich, du möchtest irgendwie gesund werden und wir wollen beide quasi zu dem gleichen Ziel. Und ich bin einfach mal neugierig und schau mal, was du mir so mitteilen möchtest, über Symptome zum Beispiel. Das war einfach für mich so ein
super wichtiger Baustein. Und ich glaube, wenn man nur damit schon mal anfängt und dass man versucht für 1-2 Wochen und mal schaut, was passiert und was sich ändert, dann ist das vielleicht schon, ja, kann das ein erster Schritt sein. Ja, dann ganz vielen Dank für diese positive Botschaft und für diese ganz wichtigen Gedanken und Erkenntnisse. Und ja, mir ging das ganz genauso. Ich habe meinen Körper auch dafür gehasst, dass er nicht mehr funktioniert hat, weil ich dann einfach nicht mehr so weitermachen konnte wie vorher, sondern weil ich halt einfach völlig ausgenockt war. Und genau, man muss tatsächlich zu sich finden, zu seinem Körper finden und ja, sich auch fragen, wer bin ich eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben und wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich wirklich? Kann man dieser Krankheit oder solchen Krankheiten durchaus ja was Positives abgewinnen? Klingt natürlich immer ziemlich heftig, aber ja, also es hat zumindest einen Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und es bringt einem oft ganz woanders hin, wenn man sich auf den Weg macht. Ja, genau. Ja, dann ganz lieben Dank, liebe Franziska, und ja, ciao.